Kommt der Schnee noch im November? Ja, er wird kommen. Denn wenn wir uns dieses Bild mal angucken, das ist der erste Advent. Ja, und da ist noch eine ganze Menge Schnee schon gefallen. Und da kann man auch davon ausgehen, dass ein bisschen Schnee irgendwo mal liegen bleibt. Vielleicht nicht alles, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Schauen wir uns mal an, wann der Schnee kommt, denn das dauert ein bisschen tatsächlich. Also, erstmal passiert nämlich überhaupt nichts. Ja? Also Hochdruckwetter, zu warm, es passiert gar nichts. So, bis zum Sonntag. Wir hatten ja so gesagt, ab dem 20. ungefähr geht es los, vielleicht ein bisschen später. Und tatsächlich ist das der 21. und dann kommt der 22., dann geht es los. Dann sehen wir das erste Mal ein bisschen Schnee. Bis zum 24. wird das dann immer mehr, das ist dann der Mittwoch. So, und dann kommt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da kommt immer mehr Schnee obendrauf und das ist dann tatsächlich der erste Advent. Und da sehen wir doch tatsächlich hier in Deutschland auch schon mal 10 oder sogar 15 cm Schnee. Und das hier ist nicht das aggressivste Modell, das es gibt. Da gibt es noch andere. So, und wenn wir jetzt mal bis Ende November schauen, bleibt das liegen oder nicht, dann sieht man, das wird immer mehr. Ja, also Ende November bleibt es wohl kalt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ist es relativ kühl. Man sieht hier Schnee in Spanien, ein bisschen in Italien, bis nach Griechenland runter. Russland natürlich, Baltikum, auch Norwegen, selbst in England sehen wir ein bisschen Schnee. Also das hier ist doch ein starkes Anzeichen dafür, dass es auch im Dezember kalt weitergehen wird, dass wir wohl wieder Schnee bekommen werden. Das kann nochmal wegtauen, ja. Aber die Chancen auf weiße Weihnachten sind dieses Jahr doch recht hoch und wir müssen uns auf jeden Fall Ende November auf eher kaltes Wetter einstellen und es wird auch mal schneien. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.wetter.com.